Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den Rituals Adventskalender Nummer 2 an, also den mittleren für 99,90 Euro. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erleben, was sich da drin befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Rituals hat 3 Adventskalender rausgebracht und ich habe sie alle da. Ich werde sie alle öffnen und das kommt jetzt so nach und nach online. Hier habe ich jetzt die zweite Variante und den muss man erstmal selber zusammenbauen. Ich mache das jetzt mit euch quasi zusammen. Ich mache es mir ein bisschen leichter, sodass wir dann am Ende sehen, wie es dann insgesamt aussieht. Die Lichterkette lasse ich jetzt mal weg, weil die werde ich dann quasi durchfriemeln und anmachen, wenn ich den Adventskalender neu befülle und an irgendeine meiner Mütter wahrscheinlich weitergeben werde. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, nicht lang schnacken, wir schauen mal, was sich hier drin befindet. 185 Euro wert, das schauen wir mal. Ja, hier habe ich jetzt die Nummer 1. Und wir starten quasi von Kopf bis Fuß vielleicht, denn hier habe ich von Rituals das, aus der Elixier-Kollektion das Keratin Recovery Hair Mask Produkt. Mit Keratin und Arganöl, 20 ml befinden sich hier drin. Das reicht vielleicht für 2-3 Mal. Ja, finde ich schön, dass wir hier direkt mit einem Haarpflegeprodukt starten. In der Nummer 2 haben wir ein etwas größeres Produkt drin enthalten. Es sind 2 Produkte, okay. Denn dieses Ding ist mir auch schon woanders mal über die Füße gelaufen und ich finde dieses Füllprodukt interessant. Es ist einfach mal was anderes, ne? Keine Ahnung, wie man sowas bepreisen soll, ganz ehrlich. Ja, aber wir haben hier zusätzlich auch noch was aus einer Limited Edition und zwar The Legend of the Dragon, ein Home Perfume mit Pflaume und Zedernholz, 50 ml sind hier drin. Das finde ich cool, ne? Also das in Kombination, definitiv, da kann man vielleicht den Raumduft hier auch dran machen, dass das Ganze dann auch länger sich im Raum aufhält. Aber ja, das alleine da drin wäre ein schwieriges Füllprodukt, um das mal so zu sagen. Vor allem bei einem Adventskalender für 100 Euro. Auch und auf den Häuschen ist richtig so Schnee drauf, das mag ich. Am 3. Dezember habe ich eine Größe, wo ich vermute, dass wir da jetzt quasi unsere Adventssonntage finden und dann dementsprechend auch so eine Kerze hier drin ist. Genau, die haben auch einen Wert von ungefähr 2,50 Euro, grob, ne, habe ich mal irgendwo gelesen. Und hier starten wir mit Oris Mimosa. Das ist dieser kleine Duft hier. Ja, ne, kann man machen, ist okay. Ist jetzt nichts, was mich so von der Socken haut. Hier haben wir die Nummer 4. Oh la la, das ist ja mal spektakulär. Auch das ist tatsächlich ein Füllprodukt. Es ist eine Sanduhr. Fancy. Die ist wirklich aus Glas. Ich muss mal wirklich schauen, wie viele Minuten das dann sind. Ob das quasi dann so zum Zähneputzen genommen werden kann oder so. Will nicht so wirklich durchlaufen hier, der Sand. Was findet ihr? Also, wie... Also, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Also, finde ich irgendwie besser als ein Peeling-Handschuh. Aber irgendwie auch fancy. Das ist doch richtig Goldstaub, der da durchläuft. Mal schauen, was uns am Tag vor Nikolaus erwartet. Am 5. Dezember haben wir nämlich so ein Tannebäumchen. Ah, das ist schön. Ein Nourishing Shower Oil von Ritual of Meer mit süßer Orange und Zedernholz. 75 ml haben wir hier drin. Das ist eine schöne Größe und das hat auch oben so einen richtig schönen Ausgussapplikator. Das mag ich. Auch am 6. Dezember haben wir so ein niedliches Tannenbäumchen. Und zu Nikolaus erwartet uns Nüffel. Okay, ja, das ist diese Maske mit 10 Gramm. Diese Purifying Charcoal Wonder Mask. Das ist diese hier. Die haben wir halt öfters auch mal in den Adventskalendern. Aber normalerweise haben wir da so einen weißen Plastikspatel mit dabei. Hier nicht. Hier haben wir einen Holzlöffel, weil es ist der mittelpreisige Adventskalender. Vielleicht haben wir dann im ganz teuren Adventskalender dieses Produkt mit einem Goldlöffel drin oder ein Metalllöffel, man weiß es nicht. Aber Masken mag ich sehr gerne. Ob man sich das dann wirklich auch selber anrührt oder so, ist halt die Frage, ne? Aber ja, also für mich eher eine relativ maue Nummer 6, um ehrlich zu sein. Der 7. Dezember enthält ein Hair and Body Mist von Ritual of Karma. Da sind 20 ml drin mit Lotus Flower und weißem Tee. Ja, kann man machen, wenn man sowas gerne verwendet. Ich bin da nicht ganz so Fan von, aber ich liebe den Duft von Ritual of Karma. Also könnte ich das vielleicht so als Home Perfume verwenden. Die Nummer 8 darf bekannterweise machen, dass es kracht. Und hier haben wir ein Rituals Sport 2-in-1 Hair and Body Wash mit Aktivkohle und Minze. 70 ml haben wir hier drin enthalten. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Auch hier muss ich leider sagen, dass es kein Produkt für mich ist, weil ich nicht so gerne dieses Minzige mag, weil ich immer, also wenn das dann
wie soll ich das sagen, wenn ich das am Körper verwende und das dann quasi nach unten läuft. So unangenehm. Ich mag das nicht. Und ja, genau. Also ich mag es halt lieber wohlig warm unter der Dusche und ich brauche es jetzt nicht so erfrischend. Also das Kaltabduschen mache ich schon nachher nochmal. Aber während ich mich dusche, soll das alles etwas gemütlich sein. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas von The Ritual of Namaste freuen. Und das ist ein Cleansing Foam. Ja, das ist toll, ne? Moringa und Holy Lotus sind hier drin. 30 ml haben wir im Tübchen enthalten. Und das wird einem auch eine Weile reichen. Also Gesichtsreinigung ist auch super, super wichtig. Sollte man nicht vergessen. Morgens, abends. Gut, morgens mache ich das eher mit klarem Wasser, ne? Abends dann noch richtig mit Abschminken und so weiter. Es ist eine ganz gute Sache. Und mir gefällt es auch, dass wir hier noch ein bisschen was aus der Skincare-Reihe finden. Ich denke, in der Nummer 10 wird es jetzt mit der zweiten Kerze weitergehen. Hier steht es auch drauf, The Second Sunday. Ja, guck mal eine an. Und hier haben wir Savage Garden drin enthalten. Das ist dieser Duft. Und ja, ne? Erinnert mich, das habe ich bei einem anderen Adventskalender-Unboxing auch schon gesagt, so ein bisschen an das Aftershave von meinem Papa. Und deswegen mag ich den Duft. Die erste Schnapszahl, Nummer 11. Hier haben wir einen ja, Duschschaum drin. Harmonizing Foaming Shower Gel von Ritual of Ayurveda. Eine sehr beliebte Reihe mit indischer Rose und Süßmandelöl. 50 ml haben wir in dem Produkt drin enthalten. Und ich glaube, dass da viele sich drüber freuen werden. Ja, denn Ritual of Ayurveda ist ja, glaube ich, die beliebteste Marke, die Ritual so hat. Ich bin ja so Fan Ritual of Sakura. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, welche Duftreihe dir am meisten gefällt. Hier ist irgendwie, oh, das ist ja schön, wenn du da auch noch, oh, die haben hier richtig Fenster, guck mal. Und wenn man dann das Licht dahinter macht, dann leuchtet das auch richtig schön. Ach, das ist ja cool. So, dann schauen wir mal in die Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir eine Full-Size einer Handmaske. Night Rescue Hand Mask aus der Ritual of Ying-Reihe. Auch eine sehr, sehr gute Reihe, finde ich. 70 ml haben wir hier drin enthalten. Also sowas würde ich mir einfach dann abends drauf machen und dann über Nacht drauf lassen, ne? Mit Sacred Wood, also heiligem Holz und Lavendel. Für mich persönlich eine ganz tolle Sache. Und deswegen passt es auch zu dieser Sleep-Reihe. Weil Lavendel soll einem ja auch ein bisschen besser helfen, einzuschlafen. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, was auf meinem Tisch steht, habe ich dafür quasi 50 Euro bezahlt. Damit könnte ich fein gehen. Ob hier jetzt 92,50 Euro stehen, wage ich zu bezweifeln. Also keine Ahnung, was die hier auch für so eine Sanduhr ansetzen oder so, aber da muss noch mehr kommen, finde ich. Also das habe ich jetzt schon so häufig, ne, dass dann die erste Halbzeit nicht ganz so bombastisch sich anfühlt und dann in der zweiten Halbzeit geht es dann noch mal ein bisschen steiler bergauf. Mal gucken. Weiter geht es mit der Nummer 13 und einem weiteren Tannenbaum. Darin befindet sich eine Tagescreme aus der Ritual of Namaste-Reihe, die Glow Radiance Anti-Aging Day Cream mit Bakuchiol. Sehr schön. 10 ml ist jetzt nicht viel. Das heißt, dieses Tübchen wird auch bei weitem nicht voll sein, aber es steht ja drauf, dass es nur 10 ml sind. Ne? Bakuchiol ist die pflanzliche Alternative zu Retinol. Deswegen finde ich es sehr, sehr interessant, dass sie das als Tagescreme hier reinpacken. Also ich würde Bakuchiol Retinol eher abends verwenden, weil deine Haut ja dadurch eigentlich auch lichtempfindlicher wird. Gut, soll halt morgens auch funktionieren. Ich würde aber auf jeden Fall schön Lichtschutzfaktor nochmal drüber geben. Auch der 14. Dezember ist ein Tannenbäumchen. Okay, ja, hier haben wir unser geliebtes Füllprodukt drin. Ein Handschuh. Ein Peeling-Handschuh. Ja, ne? Das ist hier halt so drin. Ich hätte gedacht, durch die Sanduhr und das Drehvieh haben wir eigentlich genug Füllprodukte hier in dem Adventskalender. Nein, es geht noch weiter. Das ist durchaus sinnvolles Produkt an und für sich, ne? Kann man schön am Körper verwenden. Ich habe das auch viel verwende das viel, wenn Sammy im Fellwechsel ist. Dann nehme ich mir 2 Stück davon und dann schrubbel ich den so richtig damit durch. Ich habe mir jetzt aber auch so ein Ding gekauft. Mal gucken, wie er das so findet. Ich bin mal gespannt. Das ist so ein Staubsauger-Ding. Ich glaube, er findet das nicht so geil. Aber mal ausprobieren. Weiter geht es mit der Nummer 15. Und wir haben keine Tannenbäumchen mehr. Die haben wir jetzt schon alle da stehen. Und es wird immer schöner, das Bild, ne? Muss ich wirklich sagen. Hier habe ich jetzt aus der Ritual of Karma Reihe die Mild Body Scrub Paste. Oh, 50 ml. Das war auch schon mal größer, oder? Ja. Nun ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was für eine Art von Peeling das von Rituals ist. Die haben ja teilweise richtig, richtig gute, wenn das auch so mit Zucker-Peeling-Partikeln ist. Aber ich glaube, dass das hier eher, weil es ja mild exfoliating ist, eher so wirklich sehr, sehr mild sein wird. Und dann wird es für mich zu wenig sein, weil ich mag es gerne, wenn es schrubbert am Körper. Numm.
erweitern wir unser kleines Dürfchen mit der Nummer 16. Ja, hier haben wir ein Stück Seife drin. The Ritual of Meer Orange, Sweet Orange und Zedernholz, 25 Gramm. Das finde ich jetzt ein bisschen mau in diesem Adventskalender, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem 80-Euro Adventskalender hätte ich das jetzt auch noch als okay befunden. Aber hier haben wir jetzt 100 Euro für bezahlt. Ne? Ich glaube, das ist jetzt auch bei weitem keine Full Size. Also nee, da muss mehr kommen. Die Nummer 17 hat sicherlich noch ein Adventssonntag-Kerzlein hier drin. Und zwar der Smooth Violet. Oh, den Duft mag ich ja, ne? Das ist einmal dieser hier. Und Schatzi lässt unten die Jalousien runter, denn es ist 21:15. Ich denke, er wird schlafen gehen. So ein guter Duft. Also den mag ich richtig, richtig gerne. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche am 18. Dezember. Hier löst sich das Häuschen schon oben auf. Das ist nicht ganz gut geknickt. Okay, wir hatten jetzt hier, Justman, gerade erst eine Seife drin. Hier hast du halt noch eine mit dabei. Schon nicht so gut aufgeteilt, aber ich finde das sehr, sehr ansprechend. Das werde ich auf jeden Fall verwenden. Das ist nämlich Sweet Jasmine. Jasmin liebe ich. So ein geiler Duft. 110 Milliliter. Ich kenne die Reihe nicht und ich liebe sie jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wusste nicht, dass Rituals auch so eine Jasmin-Reihe hat. Oh Gott, ja. Richtig, 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 richtig angenehm. Also ich mag das einfach. In Parfums ist es auch immer voll mein Staple, wenn ich das irgendwo rieche. Beziehungsweise wenn ich einen Duft rieche und den total toll finde, hat er meistens Jasmin drin. Die Nummer 19. Ach, guck mal. Als hätten sie mich gerade gehört, ne? Hier haben wir nämlich nochmal den Handbalm, auch aus der Sweet Jasmine Collection, mit 85 Millilitern. Sowas ist auch super praktisch, wenn du es im Pumper drin hast. Ja, es ist blöd für den Rest vom Schützenfest, das kriegst du nicht mehr so gut raus. Aber wenn du das halt so bei dir auch im Badezimmer stehen hast, sieht das nicht nur richtig geil aus, sondern du hast halt auch wirklich zwei Pumper, es geht halt easy peasy und du verwendest halt eher diesen Handbalm, weil er einfach da steht mit dem Pumper und du kannst es mal eben machen und dann gehst du raus, ne? Sonst vergisst man das halt schnell. Herzlich willkommen. Wir befinden uns im 20er-Bereich und wir sind nun im Endspurt Richtung Heiligabend und haben hier auch aus der The Legend of the Dragon. Ich will immer Dragoon sagen, weiß gar nicht warum. The Legend of the Dragon Reihe, den Gold Foaming Shower Gel. Das Gold Foaming Shower Gel mit Pflaume und Zedernholz drin. Das finde ich auch sehr, sehr ansprechend und das ist auch so eine 50 Milliliter Größe. Finde ich sehr cool. Also jetzt wirklich, ne, zum Ende hin hauen die wirklich nochmal einen raus und das mag ich gerne. Die Nummer 21. Bin gespannt, was jetzt so im Endspurt noch so auf uns zukommt. The Ritual of Sakura. Ah, die hören mich so sehr. Magic Touch Body Cream, die ist super. 100 Milliliter haben wir hier drin. Meine absolute Lieblingsreihe. Es ist so ein tolles Produkt. Ja, sehr, sehr voll von Duftstoffen, definitiv wie alles. Aber es ist einfach toll. Ich mag das gerne verwenden und gerade im Winter brauche ich sowas, ne? Oh, der Duft ist wunderbar. Nach Reismilch und Kirschblüte riecht Sakura übrigens. Hier habe ich jetzt die Nummer 22. Und zwei Tage vor Heiligabend dürfen wir nochmal Wäsche waschen. Ne? Läuft. Laundry Deluxe Softener in Scent Booster aus der The Ritual of Sakura Reihe riecht unglaublich gut, aber leider riecht bei mir die Wäsche, nachdem sie gewaschen und getrocknet wurde, nicht mehr so ultimativ danach. Aber der ganze Waschraum, das ist auch in Ordnung. 75 Milliliter habe ich hier drin enthalten. Ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Finde ich interessant, dass sie das hier auch in einem Adventskalender drin haben. Wahrscheinlich, um einfach mal zu gucken, ne, dass man das so ausprobieren kann. Ist okay. Besser jetzt hier in der 22 als in der 1. So, einen Tag vor Heiligabend haben wir nochmal ein großes Häuschen. Und ja, das darf nicht fehlen, ne? Es ist ein Raumduft. Das ist auch aus der Ritual of Ayurveda-Reihe. Sehr, sehr cool. Da sind 70 Milliliter drin und ich mag es einfach sehr gerne. Die Düfte von Rituals sind nicht so intensiv wie die von Ava & May. Aber sie sind trotzdem auch sehr, sehr schön. Je mehr Stäbchen du reinmachst, desto intensiver wird der Duft, weil du dadurch dann ja die Oberfläche vergrößerst und auch die Möglichkeit, dass Produkt aufgesogen und in den Raum abgegeben wird. Das hatte ich heute noch mit meiner Schwiegermam in Spe besprochen. Und sie hatte das auch in einen sehr kleinen Raum gemacht. Und da habe ich gesagt, wieso hast du denn alle Duftstäbchen reingepackt? Ja, wieso? Ja, je mehr Duftstäbchen, desto intensiver der Duft ist, wie das, ne? Und ja, also finde ich großartig. Das in der 23,
Ist schon cool. Und es liegt halt daran, dass wir das in der 23 haben und nicht in der 24, weil der 24. ist wohl irgendwie ein Adventssonntag oder so, weil hier haben wir ein Kerzchen wieder drin. Und ja, unsere vierte Kerze für den Adventskranz, Wild Fig, also die wilde Feige, mag ich vom Duft sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also tatsächlich sehr angenehm, sehr gefällig, also schon, ne? Eine super Sache. Und hier haben wir einmal den Adventskalender zusammengebaut. Ne? Einmal komplett andersrum. Also, ich gucke mir den Inhalt hier mal auf meinem Tisch an. Die zweite Halbzeit hat es rausgerissen. Am Anfang wurden wir doch ziemlich zugeballert mit irgendwelchen Füllprodukten und kleinen Sachen. Zum Ende hin ging es wirklich steil bergauf, was ich sehr positiv finde. Ob wir wirklich 185 Euro jetzt hier auf dem Tisch stehen haben? Puh, also fühlt sich nicht ganz so an. 100 Euro, ja, kann ich nachvollziehen. Für 100 Euro ist es in Ordnung. Aber die Frage ist halt, braucht man diese ganzen Füllprodukte oder kann man sich einfach die Produkte kaufen, die man gerne haben möchte und dann in einen Adventskalender packen und vielleicht mit Schoki auffüllen? Das ist einem selbst überlassen. Du hast auf jeden Fall bei Rituals, wenn du halt diese größeren Adventskalender dir holst, immer dieses Dorf mit dabei, was ich so schön finde. Du hast dann auch noch diese Christmas Lights, dass du halt quasi das Ganze auch beleuchten kannst. Ne? Und ich finde es halt zum Weiterverschenken auch immer sehr schön zum Wiederbefüllen. Und ich finde auch die Produkte, die sie hier reingepackt haben, schön, mag ich. Und das ein oder andere hätte vielleicht größer sein können, aber trotzdem finde ich es solide. Ne? Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung, was ihr zu dem mittleren Adventskalender von Rituals haltet, in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und ja, dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.